Good morning. Moin. Einer von euch hat Fahrrad dabei? Ja. Icke. Hast du Bock, das vorzustellen? Ja. Perfekt. Let's go. Ja, moin Leute. Der Matthias hier von Liquid Life. Heute wollte ich mein Bike vorstellen. Erstmal sage ich kurz was zu mir. Ich bin nämlich Mountainbiker, passionierter sogar. Ich fahre Downhill-Rennen seit circa 6 Jahren, habe aber aktuell keinen Downhiller mehr. Bin jetzt eher so der Enduro-Fahrer geworden durch Corona bedingt. Und hier bei Liquid Life bin ich im Online-Sales tätig, im Kundenservice größtenteils. Vielleicht hat sich schon mal jemand mit mir unterhalten. Fühlt euch gegrüßt, wenn das der Fall ist. Jo, das wär's so zu mir. Mein Radl, ein Specialized Enduro von 2020. Super geiles Ballergerät, sag ich mal. Ich habe es mir geholt, weil ich habe mich mal bei einem Kollegen draufgesetzt und ich fand die Umlenkung einfach so hammergeil. Deswegen dachte ich mir, brauche ich auch. Muss ich haben. Habe ich mir dann auch geholt. Ich habe es mir eine Comp-Ausstattung geholt und habe es dann komplett custom aufgebaut. Also hier an dem Bike ist eigentlich so gut wie gar nichts mehr Stock, außer der Dämpfer vielleicht. Dann wollte ich auch mal vorstellen, was genau ich an meinem Radl verändert habe. Und wieso natürlich. Fangen wir mal an bei den Laufrädern hier unten. Da habe ich selber eingespeicht. Die Hop Pro 4 Narben. Pro Evo 4. Ich weiß nicht mehr genau aus dem Kopf. Mit den DD Swiss Speichen und den Nippeln. DD Swiss Competition, um genau zu sein. Und die Reverse Black One Laufräder. Einfach weil es mit die stabilsten Räder sind, die ich kenne. Zumindest von den Felgen her, natürlich. Reifen fahre ich Conti-Reifen, sind seit Jahren Reifen meines Vertrauens. Ich komme auch gebürtig aus der Nähe, deswegen fahre ich die eigentlich schon, seit ich Fahrrad fahre. Jo, dann habe ich natürlich noch die RockShox Zap-Gabel verbaut. Ich habe die damals einfach gesehen und dachte mir, geil, muss ich haben. Dann habe ich sie mir direkt vorbestellt, hier bei uns. Und dann auch selber eingebaut und so ein bisschen custom auf mich getuned. Ich habe den Matthager als Schutzblech verbaut, weil der einfach durch seine Länge und seine Stabilität mit das beste Schutzblech ist für den Gravity-Bereich, meiner Meinung nach. Joa, gehen wir weiter nach oben zum Lenker. Da fahre ich den 77 Designs Lenker aus Carbon. Super leicht und super schick in Kombination mit dem schönen 77 Designs Vorbau. Habe mich einfach direkt drin verliebt und der hat auch als Funktion, dass er eben mit der Belastung, die man beim Fahren hat, mitgeht. So hat man ein bisschen weniger Armpump. Bremsen habe ich die Shimano SLX, einfach weil ich den Druckpunkt geil finde. Ich persönlich finde die Shimano Bremsen am geilsten. Viele fahren auch Shigura, ist auch ganz geil für mich. Brauche ich dann auch wieder diese brachiale Kraft, die Magura bietet, die brauche ich einfach nicht. Deswegen habe ich mich komplett auf die SLX verlassen. Ja, Griffe fahre ich hier Lizard Skins. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, sind auf jeden Fall die super soft Griffe. Die kleben so ein bisschen, wenn man sie mit Isopropanol oder so anraut. Ist ein cooles Gimmick, auch wenn man ohne Handschuhe fährt. Kann sich ein bisschen eklig anfühlen, aber man hat dafür halt super viel Halt auf dem Trail, wenn es mal nass ist oder so. Ne? Super. Trigger fahre ich einfach ein Shimano GX, weil er gut ist. Ja, gehen wir runter. Flaschenhalter von Specialized, ganz normal. Habe ich mich für entschieden, weil ich einfach klassisch auf diesen Flaschenhalter stehe. Dämpfer. Wie gesagt, das einzige Stockteil noch am Bike, das ist der RockShox Super Deluxe Select. Ist ein geiler Dämpfer. Ich persönlich finde den sogar geiler als den Fox X2. Deswegen habe ich ihn auch drin gelassen. Ja, einfach ein geiler Dämpfer. Kurbeln habe ich auch nachgerüstet auf SRAM GX. Optisch hammergeil. Gewichtstechnisch nicht ganz so schwer, dafür alu und stabil. So mag ich es. Pedale, wunderschön in lila natürlich, sind die Nukeproof Horizon Pedale. Habe ich auch einfach für mich jetzt gesehen.
dass es für mich die besten Pedale sind, weil sie auch die Shimano Cleats haben, die verschleißen nicht so schnell und bieten so ein bisschen dieses bisschen Luft, dass der Fuß noch ein bisschen leben kann in der Pedale, bewegt sich. Und das finde ich wichtig beim Radfahren, dass man sich bewegen kann. Sattelstütze, Teleskopsattelstütze, 170 mm Hub für genug Beinfreiheit auf dem Trail. Sonst landet der Sattel ja schnell mal in den Weichteilen, hat man keinen Bock drauf. Sattel, natürlich das einzig wahre SQ-Lab. Jeder, der das mal gefahren ist, kann mich da bestimmt unterstützen bei der Aussage. Mit dem Sattel hast du definitiv viel, viel, viel weniger Probleme mit Arschschmerzen als mit dem normalen Sattel. Ne? ErgoWave mit dem Gummiteil hinten dran kann ich wirklich nur empfehlen. Probiert es aus, wer es mir nicht glaubt. Ist übelst geil. Ne? Gehen wir da runter. Da habe ich die Schaltung GX von SRAM verbaut. Das ist tatsächlich auch die neue. Die habe ich mir geholt, eben wegen diesem geilen Käfig hier. Der sorgt nämlich nochmal zusätzlich dafür, dass die Kette besser geführt wird. Und so klappert die Kette auch wesentlich weniger als mit einem alten GX-Schaltwerk. Eben deswegen habe ich sie mir geholt. Und auch erst kürzlich dieses schöne Schmuckstück hier, die XX1-Kassette von SRAM, habe ich mir geholt, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mit den anderen Kassetten einfach viel zu schnell verschleißt. Und da ich auch Fulltime im Winter fahre, deswegen habe ich mir gesagt, ja, probierst du mal aus. Vielleicht hält sie ja länger. Ein Versuch ist es wert. Ja, seitdem schaltet es auch ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Also Props an die Kassette in dem Fall. Was bei mir noch ein kleines Schmankerl ist, ist der STFU. Das ist quasi eine Kettenführung oder ja, der sorgt halt einfach durch diese Konstruktion hier, dass die Kette eben komplett leise ist. Auch ein richtig geiles Teil, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ein leises Radl haben möchte. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ach ja, hinten fahre ich eine 180er Scheibe, damit ich noch die nötige Feinfühligkeit am Bremshebel habe. Vorne eine 200er, damit die Bremse mehr Wumms hat und nicht so schnell warm wird. Vorne habe ich auch Kühlrippen verbaut, hinten nicht. Hat auch mit der Wärmeleitfähigkeit zu tun. Macht so für mich am meisten Sinn, deswegen ist es so verbaut. Und ja, das war es eigentlich soweit. Ah, ich hab noch eine Garmin-Halterung dran, um die Watts zu messen in den Beinen. Ich glaube, mein bester Moment, natürlich in den Alpen, hochalpines Gelände, Saalbach, eine andere Line gefunden von der Panorama-Milka-Line. Bin ich dann einfach gefahren und wusste überhaupt nicht, auf was ich mich da eingelassen habe. Auf einmal gingen die Trails einfach komplett lebensmüde los. Ich habe es einfach laufen lassen und es war einfach mit einer der geilsten Momente, die ich auf dem Radl hatte. Ja? Sowas bewirkt mich auch, auf dem Radl zu bleiben. Das ist einfach geil. Das war die erste Episode von unseren Mitarbeiter-Bikes und von meinem Bike. Es folgen noch viele, viele weitere geile Bikes von unseren Mitarbeitern. Da sind echt ein paar Schmankerl dabei. Könnt ihr euch nur darauf freuen. Abonniert den Kanal, um den weiteren Mitarbeiter-Bikes nicht zu verpassen. Lasst auf jeden Fall auch ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt und das Video gut fandet. Und lasst mal in die Kommentare da, was ihr für Bikes fahrt. Und ob euch das Bike gefallen hat.